Ja gut, wie du schon sagst, die erste Halbzeit war eigentlich ganz ordentlich. Fand ich 0-0 zur Pause gerechtes Ergebnis, wobei wir auch einige gute Chancen hatten. Dann in der zweiten Halbzeit komplett durchgewechselt. Viele Unkonzentriertheiten, Stellungsfehler, Abstimmungsprobleme. Also ja, normal dürfen wir niemals 4 Tore kassieren, denke ich. Es ist ein Tick zu hoch ausgefallen, die ganze Sache. Und müssen wir analysieren, woran es liegt und schnellstmöglich die Fehler abstellen zum Wochenende, zum nächsten wichtigen Punktspiel. Ja, also wir haben uns anfangs ein bisschen schwer getan. Ich denke mal, weil es ein Freundschaftsspiel ist. Man spielt immer mit Mannschaften, die sonst so nicht zusammen spielen. Da spielt mal einer, der weniger gespielt hat, da spielt einer, der mehr gespielt hat. Und man ist noch kein eingespieltes Team, so auf Spielformstil her. Aber nach der Zeit wurde es immer besser und die Mannschaft hat, wir kennen uns ja, und die Mannschaft hat sich immer mehr zusammengefunden. Und ich denke mal, war ein gutes Ende, ne? Ich sag mal, wir haben letzte Woche um die Zeit gegen Lüneburg hier 2-1 gewonnen, verdient gewonnen. Da war meiner Meinung nach kein Klassenunterschied zu erkennen. Und wenn wir heute konzentrierter und besser durchgespielt hätten, wäre das auch auf einer Ebene gewesen, denke ich. Ja, also ich denke mal, wir können auf jeden Fall mit dem Test zufrieden sein. Altona ist ja keine, auch wenn sie ein Liga unter uns sind, ist es immer noch eine starke Hamburger Truppe. Und ja, 4-1 gegen die, bei denen mit der Kulisse, kann man mit zufrieden sein. Ja, die Fans sind hier schon einmalig, das muss man sagen. Für Oberliga ist das schon extra klasse. Egal bei welchem Spiel, ob es Kreispokal, erste Runde, Freundschaftsspiel oder halt die Topspiele sowieso ist, die Fankulisse ist schon top hier.